Ja, so, und damit zurück. Komm zurück. Bis Starfield. Steigen wir mal wieder ein. Und schauen mal, wo die Reise hingeht. Auf jeden Fall zu dieser Constellation. Diese Raumstation. Atlantis, industrieller Außenposten, hier ist noch Mond. Wo scannen? Gut, dann landen wir da mal. Indigo-Protokoll mal wieder. Und hier ist unser neuer Captain. Meine Crew kann sich dein Schiff ansehen. Und über den Handelsaufsichtautomaten wirst du bei Bedarf frachtlos. Sehr gut. Gar nicht nötig. Ist doch schon in sehr gutem Zustand. Okay. Meine Schiffe sehen und modifizieren. Schiffe im Angebot hast, wo kann ich vielleicht mal Sachen verkaufen? Die Handelsaufsicht betreibt hier bei mir einen Verkaufsautomaten. An der Seite, nahe der Rampe. Außerdem gibt's da noch Jamison Mercantile, falls du gerne ein bisschen Auswahl hättest. Den Laden findest du hinter dem Security Checkpoint. Na gut. Sieht alles gut aus. Ich bin hier am Platz, wenn du mich brauchst. Ist das das Ding hier? Yeah, so, Waffen. Wir verkaufen. Ich verstehe nicht, warum Sie so sehr an all diesen Objekten hängen. Ja, kannst du mal sehen, ne? Könnten wir auch nicht hoch weg. Malestrom. Ach, da haben wir 11 Stück. Könnten wir auch weg. Ne, den normalen Kraken tun wir weg. EDN tun wir weg. Und Kater. Nur noch ein. Gendel ist 7 Stück. Sechs Stück.
Alter, da haben wir doch so viel gehabt. Hab ich gar nicht gesehen. So, jetzt haben wir davon jeweils eine. Händler gerade jetzt 800 hat er noch. So, Anzüge. Piratencharger, Piratenangriff. Okay, der hat kein Geld mehr. Das, wo steht mein Geld jetzt? Wir haben jetzt genau 145 von 145. Dieser sinnlose Angriff auf eine Forschungsanlage wie die wird voll. Okay, wir bräuchten nochmal so einen. Siehst du den Wissenschaftler vor dem Mast? Starrt Bäume an. Handelsding. So schlimm kann die Sache nicht sein, oder? Es kann ja nicht sein, dass die Händler kein Geld haben, dass ich das dann herschenken soll. Wir wollen das ja kaufen, aber. Du warst beim Betreten der Stadt gescannt. Bitte weitergehen. Ja, ja. Okay. Kein Kopfgeld. Was ist hier? Information zu New Atlantis. Hauptstadt United Colonies, nur für Hauptstadt gesamten besiedelten Systeme. Okay. Oh, hier. Gebäude und Dienstleistungen. Handelsaufsicht. Ja, gut. Mal die Hände weg. Wir müssen auf jeden Fall da hinten hin. Hier ist was mit Bank. Inhalte stehlen, Lehrling. Nee, ich will doch nicht Inhalte stehlen. Ich will mich da anmelden. Das ist New Atlantis Transit, kurz die NAT. Hier. Wohndistrikt, Geschäftsdistrikt. Danke, Master. Wir können direkt in den Mast-Distrikt. Wir gehen jetzt mal in die Geschäfte. Da muss es ja noch irgendwo einen Händler geben, wo unser Klembim annimmt. Prognose verbessert. Infinity Limited. Fühle ich mich heimisch. Infinity ist riesig. Geradezu gewaltig. Die brauchen Leute wie dich. Selbst mit deinen Noten. Ja. Büro ist beschränkt. Forschung. Klar. Ja. So ein Junior-Assistent ist schon was. Das ist dein Einstieg. Wow. Wie anders du aussiehst. Egal, was du brauchst. Enhance ist für dich da. Also. Okay. Hallöchen. Willkommen bei Enhance. Vielen Dank für deinen Besuch. Bestimmt können ich und mein Team jeden deiner Wünsche erfüllen. Möchtest du etwas völlig Neues ausprobieren, dich von einem tollen Look inspirieren lassen oder einfach noch ein bisschen länger dein Spiegelbild bewundern? All das und mehr ist hier möglich. Und keine Sorge, all unsere Dienste und Aufzeichnungen sind streng vertraulich. Okay. Ich möchte deinen Dienst in Anspruch nehmen. Gut, dass die Frage ist. Das auch so schon? Aber ja doch, natürlich.
Die geschützte Technologie von Enhance ist die beste in den gesamten besiedelten Systemen. Wir genießen nicht ohne Grund schon seit 2 Jahrzehnten das höchste Vertrauen in Sachen rekonstruktive und plastische Chirurgie. Ach, hier kann man seinen Avatar wahrscheinlich nochmal anpassen. Komm jederzeit ja, wieder. Ja, das könnten wir irgendwann mal machen. Outland. Ich bin an... Okay. Ausrüstung ist gleichbedeutend mit Sicherheit. Willkommen bei Outland. Bei uns findest du die beste, zuverlässigste Ausrüstung für Abenteuer aller Art. Das klingt doch gut. Alle unsere Produkte werden von Menschen empfohlen, die ihr Leben der Fernreise verschrieben haben. Ich habe sie zwar selbst noch nie benötigt, aber ich bürge für die Qualität. Nein, ich fliege nicht. Nicht mein Stil. Okay. Ja, das ist in dieser Branche essentiell wichtig, nicht wahr? Wenn die Leute nicht zurückkommen würden, würde das nicht nur heißen, dass sie unzufrieden sind, sondern dass unsere Ausrüstung versagt hat und sie nicht zurückkommen konnten. Wenn das so wäre, könnte ich nachts nicht ruhig schlafen. Ja, nur zu. Sieh dich ruhig um. Na, zeig mal. Waffen. Händler kaufen. Wir brauchen eigentlich Munition. Der hat nichts, aber was wollte ich noch nie mal? Grundgütiger, nein, ich könnte das nie. Man ist Millionen von Kilometern von allem entfernt und wenn etwas schief geht, ich ertrage schon den Gedanken nicht. Ich habe lieber festen Boden unter den Füßen und idealerweise einen frischen Kaffee in Griffweite. Das ist den auch kriegt Kaffee. Man im All auch nicht. Pass auf dich auf. Okay. Eine Bank. Ja, ich will eigentlich Zeug verkaufen. Destruktion. Bewirb dich auf einen Job bei einem Automaten von. Okay. Ein simpler Sprung, derselbe, den ich schon unzählige Male gemacht hatte und mich berührte etwas, Warmes und Gutes. Ich habe als Kind von Sanctum gehört, aber nie viel davon gehalten. Aber dann, irgendwann... So.
Zwischen den Kraftsprüngen, ein Buch. Ja, Leute, ich habe das Gefühl, wir kriegen hier ein paar Sachen nicht los. Ja, genau, das ist. Die US Navy in der Schlacht von Cheyenne von der zusammengewürfelten Flotte des Freestar Collective. Flottengrößen wurden begrenzt, Mechs und Xenowaffen verboten und sämtliche Forschungsdaten zu diesen Gebieten in einem eigenen Archiv weggesperrt, das genau hier unter unseren Füßen ruht. Die Beschränkungen haben die besiedelten Systeme über Nacht verwandelt, aber auch mit einem Federstrich die Wirtschaft ins Chaos gestürzt. Und sie waren der Beginn von etwas Entscheidendem. Der Kooperation zwischen den United Colonies und dem Freestar Collective. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten. Rein. Zählt aber nicht. Ich verbrauche 20 mal 8 einen verfügbaren Sauerstoff. Das ging irgendwie bis jetzt noch nicht. Die Lodge. Alle in der Bibliothek. Wäre Barrett hier, würde er sagen, dass sie nun Teil von etwas Größerem sind. Und dass sie sich hier wie zu Hause fühlen sollten. Ach, bitte. Lächeln. Die Wette gewinne ich. Wir haben wohl Besuch. Willkommen bei der Constellation. Es gibt viel zu besprechen. Verrätst du uns, was mit unserem Freund passiert ist? Warum bist du hier und er nicht? Naja, der ist tot. Nee, ist er ja eigentlich nicht. Ah. Vasco, verifizieren. Alle getätigten Aussagen sind korrekt. Ach, typisch. Barrett überlässt unser Schiff und unseren Roboter irgendjemandem von diesen Billigminern, die er immer bucht. Walter... Und wenn wir nicht auf die Notfallprotokolle bestanden hätten, wäre der Space Miner hier schon auf dem halben Weg nach Neon. Ist sie aber nicht. Sie ist hier, mit dem Artefakt. Danke, Matteo. Also, konzentrieren wir uns auf das, was vor uns liegt. Was ist passiert, als es extrahiert wurde? Hat jemand etwas gesehen oder gehört? Interessant. Ganz ähnlich hat Barrett es beschrieben. Wenn auch weniger blumig. Da. Hört ihr das? Glaubt ihr mir jetzt? Es hat nie jemand bezweifelt, dass es passiert ist. Aber wenn du erwartest, dass wir an Märchen glauben, Cortrick... Wenn das hier das größte Mysterium im Universum ist, kann es doch auch Teil des ultimativen Mysteriums sein. Meine Herren, Konzentration. Noel, es ist Zeit, deine Theorie zu testen. Gut, mal sehen. Die Artefakte reagieren aufeinander. Die Teile, die wir schon haben, bewegen sich, wenn sie sich nahe kommen. Wenn wir das Neue zu den zwei Alten hinzufügen... Das Artefakt. Leg es bitte hier auf den Tisch. Das ist es. Genau wie die anderen. Und wir dachten zuerst, es gibt nur zwei davon. Ah, mein Gott!
Das ist es. Sie reagieren. Seht nur, wie sie sich zusammenfügen. Okay. Die Energie zwischen ihnen? So reagiert kein künstlich hergestelltes Material in den besiedelten Systemen. Keines. Das beweist, dass... Atme. Du kriegst noch einen Herzinfarkt. Nicht nur sie. Wenn sie sich zusammenfügen, dann muss es ein Set geben. Von einer Intelligenz außerhalb der besiedelten Systeme erschaffen. Die 2000 Credits für unsere Wette gelten noch, Cautry? Die Wette gilt, Walter. Tja, wenn wir alle Antworten hätten, wäre es ja langweilig, oder? Ich will den Augenblick nicht ruinieren, aber was machen wir mit dem Neuankömmling hier? Also, bereit an die Arbeit zu gehen und rauszufinden, ob du dein Leben der Erkundung unseres kleinen Universums widmen willst? Das Ding war da vorbei. Ja, okay. Allein für sich sind sie nur seltsame Metallbrocken. Eine weitere Merkwürdigkeit aus den Weiten des Alls. Aber was sie sind? Was sie ergeben? Tja, du darfst jetzt helfen, dieses Rätsel zu lösen. Beitreten? Wir haben uns alle der Erkundung des Alls verschrieben. Auch wenn die Menschheit sich zwischen den Sternen niedergelassen hat, müssen wir weiter das Unbekannte erforschen. Ansonsten wird nur erwartet, dass du dein eigenes Urteilsvermögen nutzt, wie wir alle. Ja, okay, ich bin dabei. Komm ruhig erstmal an. Stell dich allen vor. Es sind gerade nicht alle Mitglieder hier, aber du wirst sie bald kennenlernen. Komm zu mir, wenn du soweit bist. Wir gehen ein wenig auf Reisen. Ich zeig dir die Grundlagen. Und hier, das hast du dir verdient, weil du uns das Artefakt gebracht hast. Zusätzlich zu den Credits erhältst du von uns einen Rucksack mit ein paar Extras. Du brauchst ihn da draußen ohnehin. Achte nur auf deinen Kopf. Toll, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder überladen. Ja. Ich weiß, dass die Artefakte alle in helle Aufregung versetzen. Aber wir müssen objektiv bleiben und auch an mögliche negative Folgen denken. Du hättest sicher nie gedacht, dass du in so etwas verwickelt wirst. Ach, nee. Ein merkwürdiges Gefühl, etwas gesehen zu haben, was niemand sonst je gesehen hat. Etwas zu wissen, was niemand sonst weiß. Ich habe das Gefühl, dass ich mein ganzes Leben lang hierauf gewartet habe. Die Constellation, die Artefakte... Klingt das verrückt? Ich hatte gelegentlich Zweifel, ob die Constellation eine gute Investition ist, aber nun... Tja, das Geld war gut angelegt. Okay. Oh, cool. Riesenmodellkutter. Mercury-Kamera. Was ist das? Antike U-Boot-Uhr. Oh, die liegt, glaube ich, falsch rum, ne? Und das. Nee, Sputnik sah anders aus. Was ist das? Vostok-Programme. Hase inzwischen. Ich bin doch schon überladen. Ja, Walter Stroud. Das werde ich. Ja. Essen. Wo kriege ich den ganzen Krempel los? Kann ich helfen? Ich hoffe, Ihr Quartier ist zu Ihrer Zufriedenheit. Ich hoffe so. Zu der Lodge. Oh. Ich
Können wir jetzt hier irgendwas erforschen? Membran, Anti... Hier, Verbände. Richtmittel und Fasern. Okay, das war's auch schon. Ja, Waffenwerkbank. Okay, die Frage ist jetzt aber immer noch, wir müssen ja irgendwie was lagern können. Ich kann doch nicht alles mit mir rumschleppen. Und dieser Roboter, würden wir dem alles geben? Der ist doch auch irgendwann überlastet, oder? Weißt du, was ich meine? Das, oh, hier Dichtmittel. Das müssen wir doch alles mit einpacken. Ja. Alles mit einpacken. Dichtmittel, da können wir die eine Waffe nochmal gucken. Oh, cool. Tür versiegelt. Hier, das gibt bestimmt Metall oder so. Wo war denn das jetzt? Stoff hier, das gibt bestimmt so Fasern oder Stoffe. Hier regeneriert für Gesundheit. Klebeband. Acker. Wo war das? Hier war das. Genau, verlängerter Lauf. Können wir nicht drauf machen. Aber wir haben doch genug.
benötigt Forschung. Laufmods. Laufmods 1. Forschung, Laufmods 1. Okay, warte, warte. Industrielle. Labor. Wochen. Auftragsbörse. Hier? Da. Laufmods 1. Kategorie wählen. Tätigen. So, lass mich raten. Ups. Jetzt fehlt mir natürlich das Dichtmittel wieder, gell? So wird es wahrscheinlich sein. So, Lauf. Nee, habe ich sogar noch. Okay, installieren. So. Geil. Dann hat die Knifte jetzt einen langen Lauf. Darf sogar drin erschienen. Okay. Ja, dann würde ich sagen, sind wir in unserer nächsten Folge wieder und vielleicht können wir irgendwo mal wieder was verkaufen. Unserem Händler. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja. Dann machen wir nachher dann weiter. Hoffentlich kommt Barrett zurück. Ich weiß, er gerät ständig in Schwierigkeiten. Und alle gehen einfach davon aus, dass es gut geht. Mit den Bauteilen. Also, trotzdem. Tschüss.